Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir haben eben schon gehört, wir haben schon viel über Fracking debattiert und scheinen in unserer Ablehnung dieser Hochrisikotechnologie auch nah beieinander zu sein. Leider manchmal in einigen Nuancen und die FDP schert da leider an der einen Stelle immer mal am meisten aus. Ich finde das sehr schade, aber klar ist, wir lehnen das Fracking ab und für die rot-grüne Koalition geht der Schutz unseres Lebensmittels Nummer eins vor möglichen Wirtschaftsinteressen. Das haben wir schon im Koalitionsvertrag 2012 festgehalten. Wir haben hier einen rot-grünen Antrag im Oktober 2012 beschlossen und genau diese Aspekte dargestellt. Und eben wurde auch schon mal auf den Antrag, der hier von vielen Fraktionen gemeinsam getragen wurde, aus dem letzten Jahr eingegangen. Das heißt, wir haben an vielen Stellen unsere Kritik deutlich gemacht. Und ich persönlich möchte dann auch noch mal klarstellen, dass die Äußerungen von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die sagt, solange sie in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsidentin sei, werde es hier kein Fracking geben, nur absolut unterstützen kann. Also meine Unterstützung, die Unterstützung unserer Fraktion hat sie an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, was liegt jetzt vor? Vorschläge von zwei Bundesministern, Umwelt und Wirtschaft. Und wir sehen schon an einigen Stellen Kritik an einigen Punkten. Sicherlich gäbe es, wenn das genauso umgesetzt werden würde, einige Verbesserungen im Vergleich zur jetzigen Situation. Herr Sundermann ist darauf sehr stark eingestiegen, aber unserer Meinung nach ermöglicht eben dieses angebliche Verbotsgesetz zahlreiche Ausnahmen. Ich möchte auf vier Aspekte da kurz eingehen. In dem Vorschlag von Hendricks und Gabriel wird davon ausgegangen, dass man Fracking unterhalb von 3000 Metern dann wieder machen kann. Diese Grenze ist absolut willkürlich gewählt. Und wir hätten das Problem, dass auch nach den Gutachten, die hier in Nordrhein-Westfalen gemacht wurden, Vorkommen von unkonventionellem Erdgas auch in dieser Tiefe in Nordrhein-Westfalen zu finden sind. Das heißt, damit wäre schon klar, in Nordrhein-Westfalen wäre nach den Vorlagen Fracking möglich und es würde das sehr schwierig machen, das hier auszuschließen. Ein zweiter Aspekt, es gibt keinerlei Aussagen dazu, wie mit dem Abfall umgegangen wird. Also das, was man wieder nach oben holt, an Flowback, an Chemikalien, die man nach unten gepumpt hat vorher. Und es wird also weiter verfahren nach dem Prinzip, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten leider in Niedersachsen passiert ist, nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Wir sind der Meinung, das kann man so nicht machen und deswegen lehnen wir diesen Punkt ganz klar ab. Ein dritter Punkt, es wird darauf verwiesen in den Entwürfen von Hendricks und Gabriel, in Zukunft solle eine Expertenkommission Empfehlungen über die Entscheidung abgeben. Ich sehe das kritisch, dass diese Entscheidung ausgelagert werden soll an ein Gremium, was so noch gar nicht richtig klar ist, welche Kompetenzen es ganz konkret haben wird. Und nach den Vorstellungen ist davon auszugehen, dass leider auch fracking-freundliche Experten dort die Mehrheit stellen würden. Das heißt, da ist fraglich, wie diese Expertenkommissionen sich äußern würden. Und den vierten Kritikpunkt an dem Entwurf, der ja noch nicht mal im Kabinett ist, im Kabinett gewesen ist auf Bundesebene, ist ein Punkt, den Frau Schulze-Vöcking dankenswerterweise eben schon angesprochen hat, und zwar die vorgetäuschte Unabhängigkeit von Gasimporten. Es wird an einigen Stellen in den Gesetzentwürfen leider davon gesprochen, dass damit die Abhängigkeit reduziert werden kann. Andererseits, und das finde ich eine Kuriosität, gibt es dazu passend FAQ, also häufig gestellte Fragen und die Antworten darauf, die die Bundesregierung selber veröffentlicht hat. Und darin steht, dass sie selbst für Fracking in Deutschland keinen substanziellen Beitrag zur Energieversorgung sieht. Andererseits wird eben dann das Fracking an unterschiedlichen Stellen mit zahlreichen Ausnahmen ermöglicht. Wir finden, das ist ein Widerspruch in sich und diese Abhängigkeit, die Unabhängigkeit, die man sich angeblich damit verschaffen will, die sehen wir so nicht. Die Unabhängigkeit vom Ausland kriegen wir wirklich nur mit erneuerbaren Energien hin. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kritik an Plänen im Bund habe ich hier dargestellt. Wir müssen aber ehrlich gesagt in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt mal abwarten, was aus diesen Plänen überhaupt wird. Ich habe eben schon gesagt, die Vorlagen sind noch nicht mal durchs Kabinett. Die Vorlagen befinden sich seit Wochen in der Ressortabstimmung. Wir hatten schon mal ein ähnliches Verfahren, da hießen die Minister noch Rösler und Altmaier und da ist auch nie was draus geworden. Von daher warten wir doch mal ab, was da passiert und
setzen uns natürlich in der Zeit dafür ein, dass die Kritikpunkte, die wir daran haben, so nicht passieren. Ich hoffe, dass es noch Veränderungen an den von mir genannten Stellen gibt. Wir haben an dieser und vielen anderen Stellen unsere Kritik als Grüne hier geäußert und unser Engagement auch dargestellt und benötigen daher weder eine Aufforderung von Ihnen zu einem Bekenntnis noch Handlungsaufträge und lehnen daher Ihren Antrag ab. Vielen Dank, Frau Brems. Und für die FDP spricht nun